Bis vor kurzem stand hier noch diese Rose, beziehungsweise steht ja immer noch, aber sie war schon sehr, sehr ungepflegt. Die habe ich jetzt vor 2 Wochen radikal zurückgeschnitten, und zwar immer so, dass die stärkste Knospe, das stärkste Auge belassen worden ist, und oberhalb habe ich dann den Trieb abgeschnitten. Und was man jetzt hier feststellen kann, sie wächst jetzt wieder wunderschön heraus und bringt sehr, sehr viele neue Knospen, und das freut mich doch sehr. Das gleiche wird jetzt hier bei dieser Rose ebenfalls passieren. Man sieht hier, dieser Trieb ist praktisch schon fertig und aufgebraucht. Hier an diesen neuen Trieben kommt an der Triebspitze auch wieder eine Rosenknospe, und hier sind auch schon wieder dicke Rosenknospen vorhanden. Bedeutet, diesen langen Trieb werde ich hier abschneiden, denn hier ist ja schon ein kräftiger Trieb, der mir dann auch im nächsten Jahr wieder Blüten bringt. Und hier ist nochmal ein Stück alter Trieb mit einer kleinen Knospe, den lasse ich noch dran, und wenn die Knospe verblüht ist, kommt das weg. Hier ist noch Altholz, das kommt auch weg, genauso wie dieser kleine Stumpf, und dann geht es hier so Rose wieder gut, weil es ist ja eine schöne Rose, muss man sagen. So gestreifte, panaschierte Blätter und ein Duft, den man auch gerne im Garten lassen kann. Aber so verblüht schauen sie dann auch wieder nicht gut aus.